Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute gucke ich mir mal allein ein paar neue Lieder an, beziehungsweise neue Re-Lieder. Und ja, heute nehme ich mir den Sänger Alexander Robov vor, und zwar ist er ein bulgarischer Sänger. In beiden Liedern hatte er eine weibliche Feature, beim einen ist Dana und beim anderen Camellia. Dana kenne ich, die ist sehr jung, ich glaube letztes Jahr waren sie 16. Ich weiß ja, ob sie schon mittlerweile 17 Jahre alt ist. Und Camellia kenne ich jetzt nicht. Bin gespannt, habt ihr oft kommentiert gehabt von Alexander Robov, haben wir schon mal eine Reaction gemacht. Und zwar mit Malkata, Anomalia. Und bin daher gespannt. Hattet ihr oft kommentiert gehabt? Vergiss nicht, Support dazulassen. Nezhno. Каквото пожелах, сбъдна се, дали за мен това е щастие. Имах всичко, но проклетото време тръгна те далеч, далече от мене. Дори от самолет се лечи, колко исках да съм. Как с него съм, обръсвам си, че целуваш ме. Нежно, нежно. Von Musik her ist sehen echt süß aus zusammen. Haben die was in echt auch? Auch hier harmonieren wir beide echt sehr gut zusammen. Nicht schlecht. Gehen wir mal rüber, mal gucken, wie das hier ist. Iskam da se na piesh. Iskam da se na piesh. Smelost da pridobiesh. Почите да му повтаряш, че по мене още изглежда.
Das kann Media sein. Ja, die zeigt schon einiges an Haut. Macht er noch so andere Musikrichtungen? Weil jetzt alle drei Lieder haben schon Ähnlichkeiten, also von der Musikrichtung her auch, in der Musikart. Hört sich nicht schlecht an, kann man sich anhören. Ich kann mir auch vorstellen, dass das echt gut ankommt drauf. Wie alt ist der überhaupt? Ich hab's schon. Sieht jung aus. Dagegen sieht Camilla ein bisschen älter aus. Sogar auf ihr Kanal. Interessant. Schreibt gerne in den Kommentaren, welches der beiden Lied euch am meisten gefallen hat. Das von mit Dana oder mit Camelia? Würde mich interessieren. Falls ihr weitere Vorschläge habt, auch gerne in die Kommentare. Am liebsten sind mir natürlich so neue Releases, weil ältere werden nicht so oft angeschaut. Hier mache ich jetzt mal so eine Ausnahme, weil sehr oft kommentiert wurde. Wie gesagt, schreibt gerne, nachdem neue Releases kommen, gerne die Vorschläge. Klar könnt ihr auch mir gerne die älteren Musikvorschläge schreiben. Ich gucke sie mir auch gerne mal an. Vielleicht finde ich ja was für meine Playlist. Wäre ich auch dankbar. Und ja, oder auch für meine Ranking später, für mein Jahresranking. Falls ihr noch von 2021 Lieder habt, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Und ja, sonst vergiss nicht zu liken, zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und genau. Wie gesagt, ich gucke mir halt die Views an, auch die Statistiken. Und wenn sich das jetzt nicht so lohnt, so ältere Lieder auch abzuchecken, dann mache ich das jetzt auch nicht, weil es schon noch riesiger Zeitaufwand, die Videos zu machen, zu übersetzen dann auch und einiges zu machen. Deswegen ich versuche natürlich zu jeder Genre was zu machen. Und da ist es dann manchmal auch schwer, auch ein bisschen ältere Musik abzuchecken. Daher, wie gesagt, wenn neue Musik kommt, dann... Achso. Ja gut, genug geredet. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Bis zum nächsten Video.